Guten Abend, meine Damen. Hoffen auf ein Happy End in Thailand. Und etwas kühler. Von trockenen Tüchern keine Rede mehr. Nach dem vergangenen Wochenende hat er nun definitiv genug. Da drängen sich zwei Fragen auf. Warum liegt hier überhaupt Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Aus dem Außendepartement in Bern heißt es, die wurmartigen Monster lösen einen unbändigen Sexualtrieb aus. Und 10 Minuten später setzt man sein Testament auf und verabschiedet sich von den Kindern. Gipfelstaubsauger. Auch der zweite Tag der Höhlenrettung in Thailand ist offenbar erfolgreich verlaufen. Im Lauf des Tages wurden mehrere Opfer geborgen. Es werden noch immer viele Menschen vermisst. 124 Todesopfer, Kriegszustand. Susanna Santina vom ZDF. Es läuft alles einfach wie am Schnürchen. Also es sieht alles sehr gut aus hier in Thailand und heute war wirklich ein guter Tag. Einschüchterungspolitik, sagen Kritiker. Einschüchterung und Angstmacherei. In der Schweiz herrscht faktisch Vollbeschäftigung. Was 10 vor 10 auf dem Programm hat, das weiß Andrea Fetsch. Krieg, Florian. Danke, Andrea. Ja, das ist der Stand der Dinge im Moment. Hier geht's jetzt weiter mit Meteo und dann mit Ärzte gegen Internet. Einen schönen Abend. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rise. Der Wind kehrt. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von Rise. Guten Abend miteinander. Schön, haben Sie alle eingeschaltet. Herzlich willkommen da zu der Premiere von Ärzte gegen Internet. Sehr schön. Wir sagen herzlich willkommen, Jürg. Hallo Jürg. Fabian. Und jetzt ist es Zeit für die Diagnose. Was ist eure Diagnose? Aber wir wissen nicht, ob das wirklich stimmen könnte. Wir schauen mal, was unsere Ärzte hier haben. Ja. Dann fragen wir mal, Jürg, was hast du? Also ich habe nur klatschen, beide zusammen die richtigen Antworten. Ja. Super. Wahnsinn. Schönen Abend und vor allem bleibt gesund.